Heute Morgen hatten wir, das Parlament, der Bundestag, die ganz große Ehre, der Regierungserklärung von Angela Merkel zu lauschen, in der sie den zweiten Lockdown ankündigt. Das Interessante dabei ist, dass der Bundestag die gewählten Abgeordneten über die Beschlüsse nur in Kenntnis gesetzt werden, also vor vollendete Tatsachen. Das ist deshalb ein Novum in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass es so ein Entscheidungsgremium aus Bundesregierung und Ministerpräsidenten noch nie gegeben hat und in unserer Verfassung überhaupt nicht verankert ist. Wir haben es hier also mit einem Schattenkabinett zu tun, was weitreichende Kompetenzen hat, am Parlament vorbei. Und das finde ich ganz klar verfassungswidrig. Und dagegen werden wir uns auch zur Wehr setzen als AfD-Fraktion. Wir haben nämlich eine Normenkontrollklage gegen das gesamte Infektionsschutzgesetz eingereicht. Das Infektionsschutzgesetz hat viele Schwächen und Mängel und der größte Mangel ist, dass es grundgesetzwidrig ist. Das konstatieren auch Verfassungsrechtler, denn mit dem Infektionsschutzgesetz kann man Verordnungen einfach erlassen an den Parlamenten vorbei und das geht so einfach nicht weiter. Was wir sehen, ist eine weitreichende Freiheitseinschränkung genau dann, wo wir eigentlich Freiheiten bräuchten. Und es trifft diejenigen, den Mittelstand, das Gastro-Hotelgewerbe, es trifft genau diejenigen, die sich mit Hygienekonzepten an die gesamten Maßnahmen gehalten haben. Also dadurch, dass sie alles richtig gemacht haben, in den vergangenen Monaten werden sie auch noch bestraft. Namhafte Wissenschaftler und Ärzteverbände haben in einem Positionspapier in dieser Woche niedergelegt, dass ein zweiter Lockdown absolut nicht notwendig ist. Wir müssen nämlich lernen, mit Augenmaß und ohne Hysterie mit dieser Krankheit zu leben. Und das sage ich auch die ganze Zeit. Wie soll man sich das vorstellen? Wie soll man auf diese Krankheit reagieren? Mit dem ersten Lockdown, mit dem zweiten Lockdown, mit dem 10., mit dem 100. will man aufgrund von Panik und von Angstmache jedes Mal die Wirtschaft abschließen. Das geht so einfach nicht weiter. Was wir brauchen, ist einen besonderen Schutz der Risikogruppen in Pflegeheimen, in Krankenhäusern, vor allen Dingen für ältere Menschen, Herz-Kreislauf-Patienten. Für diese Menschen müssen Hygienekonzepte her, aber bitte nicht den Maulkorb und die Freiheit so dermaßen einschränken für die Gesamtbevölkerung. Ich halte das für absolut fahrlässig und auch verfassungswidrig. Und ich kann einfach nur hoffen, dass die gesamten Klagen durchgehen, um sich gegen diese Freiheitseinschränkungen zu wehren. Denn wir müssen einmal festhalten, dieses nicht legitimierte, nicht demokratisch gewählte Gremium am Parlament vorbei setzt Entscheide um, die vorher von Verwaltungsgerichten gekippt wurden. Stichwort Beherbergungsverbote. Die sagen ganz klar, die Verwaltungsgerichte auf Länderebene, dass diese Verbote schlichtweg mit dem Gesetz nicht vereinbar sind. Und was hören wir diese Woche? Sie werden trotzdem gemacht. Und daran sieht man, dass das ganze Ding durch ein nicht legitimiertes Gremium über die Gerichte hinweg eine Störung der Gewaltenteilung darstellt in unserem Lande und dementsprechend eine Störung für unsere Demokratie und für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung.